aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Retail. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon eingekauft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Geld haben wir nicht mehr. Plus 12.000. Mal eben gucken, ob wir eventuell das Mitarbeiter-Kabuff da so ein bisschen größer machen können. Damit wir da vielleicht mal eine Kaffeemaschine oder sowas hinbekommen. Frage ist natürlich, in welche Richtung. Das jetzt hier hinbaue. Da kommt man jetzt logischerweise nicht hin, das ist richtig. So, und ich baue hier eins hin. Und ich baue hier einen hin. Mache diesen Bereich grün. So viel Kohle haben wir gar nicht. Okay, also machen wir das rückgängig. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Das heißt, wir werden den Mitarbeiterraum nach dahin einen verlängern. Und wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Lager. Genau. Das ist nämlich alles reichlich klein. So. Dann können wir hier raus. Und guck mal, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir Kohle bekommen haben. Wir müssen den Tag jetzt erstmal angehen. Und der Stuff Room. Genau, das machen wir dann später. Er kriegt auch noch mal einen dazu. Hier ist das Lager. Hier müssen wir jetzt noch ein bisschen einkaufen. Nee, das müssen wir machen. So. Ja, ich schneide meine Videos ja nicht. Das ist ja so eine Sache, ne? Können wir hier noch einen zwischenpacken? Blatt. Sehr schön. So, das gleiche machen wir an der anderen Seite. Na, guck mal, das kann alles viel dichter an die Wand. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Ja, ist gut. Escape. So, pass auf. E. Und das mal verrücken. Das wollen wir verrücken. Excuse me. Und auch das wollen wir verrücken. Hi, spare 2 seconds. Und das wollen wir verrücken. Hier meine Kollegen sorgen für Kohle, das ist wichtig. So. Thanks. Jetzt können wir nämlich hier noch Regal vorstellen. Thanks. Und wir müssen sogar noch eine Palette legen können, genau. Have a minute. So. Hey, dann machen wir hier noch eben den Boden fertig und die Wände, damit das ein bisschen schön aussieht. Design. So, den Boden. Dann nehmen wir ganz einfach den hier.
die Wand kann man auch einfach mit der Pipette aufnehmen. Thanks. Und soll ja ein bisschen gescheit aussehen. Ne? So, gut, dann kümmern wir uns hinten um den Mitarbeiterraum. Have a minute. Alter, hier ist doch richtig was los. Hey, can you help me? Hey, can you help me? Excuse me. Oh. Ja, regt euch nur alle auf. Thank you. Wir haben drei Kassen, die da sind. Hey. Excuse me. Hey, have a minute. Und. Oh. Das kriegen wir schon alles hin. Außer, dass es hier zu voll ist. Hey, have a minute. Aha, okay. Gut. Bedräng mich doch nicht. Ich mag ja rothaarige hey, Frauen. Can aber... you help me? Schuhe müssen hey, auf jeden Fall eine Ladung holen. Definitiv. Hey, got a second? Zwei hier drin. Einmal alles wieder aufräumen. Excuse me. Hey, have a minute. Verdienen zu wenig. Warum? Hi, thanks. Hey, have a minute. So, hier dieses Klo mal so ein bisschen fertig dekorieren. Komm her, Fußboden. Hey. Und Wände. So, das ist. Got a second. Kleinkram. Achso, Wände können wir, Moment mal, über die nehmen. Thank you. Hier die Essensecke machen wir so ein bisschen hell, genau. So, jetzt kriegt ihr nämlich eure Kaffeemaschine. Oh. Hey. Hi, spare two seconds. Hi, spare two seconds. So, pass auf. So. Und wir kaufen. Thanks. Show Displays ist das. Okay, 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 okay. Excuse me. Hey, can you help me? Hey, got a second? Was ist denn das? Ein zusätzlicher Computer? Okay. Oh, excuse me. So. Oh. Jetzt gibt's auch Kaffee. Sehr schön. Hey, have a minute. Stell mich mal hier mit dran so lange. Vielleicht kann man da ein bisschen Kohle noch mehr machen. Oh, ist schon closed. Wir haben nicht viel Asche. Ah ja, Tag auf. So, das war's für heute. Unser Laden wird langsam zu klein, aber ja. Was soll man sagen? Können wir hier noch irgendwas auffüllen? Viel da ist ja anscheinend nicht mehr. Ja,
Wir haben nicht viel verdient. Tausendfünfhundertfünf. So, pass auf. Die Maya, die hat sich aufgeregt. Was ist denn das? Off work. Wie kann ich denn das machen? Store closed, das ist klar. Können die Ladenzeiten noch gar nicht ändern, von daher. Ich würde aber sagen, du brauchst mal einen Day off. Hier ist soweit noch alles in Ordnung. Aber wir können denen tatsächlich, glaube ich, nicht mehr Kohle bieten, oder? Phrase. Ist ein Kurs. Du hast auch einen Kurs. Was ist mit dir? Ist okay. Wer kann denn hier gut restocken? Gar keiner, hä? Du. Also müssen wir Escher. Und Chantoria. Die beiden müssen wir für Restocking einsetzen. Okay. Oh, mal gucken, ob wir das hier können. Escher und Etod. Wo sind die überhaupt? Escher Restocking. Und. Chantoria Resort, das ist richtig. Ihr drei macht ihre Registerkasse. Ja, das ist doch eigentlich alles perfekt. So, gut. Und mal gucken, ob wir Ware bekommen, ob wir schon wieder einen Kredit aufnehmen müssen. Ja, mit so einem Kredit kommst du natürlich in die Pleite, ne? Das nutzt ja alles nicht, ne? So, E-Mail, was haben wir denn? Feeling? Oh, Tracy. Tracy fühlt sich krank. Na dann. Passiert, ne? So, Schuhe. Alter Schwede. So, dazu wieder zur Bank und da bekommen wir natürlich noch nichts. Wir haben ein Problem. So, die nehmen wir mal einmal. Geht es jetzt? Die nehmen wir mal komplett raus. Nehmen wir die schwarzen noch raus. Alter, das kann ja wohl nicht angehen, oder? Die nehmen wir noch raus. Ich würde mal sagen, wir sind pleite. Kann nicht angehen, ey. Wir können nicht mal mehr was bestellen. Warum eigentlich nicht? Wir haben doch Asche. Das
698 haben wir noch, du Scheiße. Alter, wir sind blank. Lass uns mal schnell den, das ist zwar eine völlige Fehlwirtschaft hier, ne? Und den nächsten Tag. Dann mal gucken, was passiert. Also wir müssen heute auf jeden Fall verkaufen. Ja, Glocks, davon ist alles. Ja, die hier sind auch alle weg, glaube ich, ne? Lassen wir das leer. Da konnten wir noch was reinhängen. So, ich glaube, wir haben Ware bekommen. Das Zeug werde ich dann mal eben ausladen. So. Das musst du mir nicht noch wegnehmen. Can you help me? Kann ich? Excuse me. Den kaufen. Ich habe kein Excuse Geld. Me. Das ist scheiße. Thanks. Hey, have a minute. Hey. Der Alu kauft hey. Bei uns hey. Ein. Can you help me? Thanks. Hey, got a second? Ja, ich helfe dir. So, du suchst ein T-Shirt, okay? Hey, have a minute. Bin ich geschult dafür? Definitiv nicht. So, pass auf. Hey, can you help me? So, jetzt gucken wir uns das Elend an. Hey, got a second? Immer, was macht denn die da? Minus 811, sind die bekloppt oder was? Nehmen nur noch 22, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen plus. So wird das nichts. Oder wurden da hey, Schulden minute? Eingetrieben? War ein Kasso da oder so? Hey, have a minute. Von 29 haben wir noch nichts verdient. Hi. Spare 2 seconds. Dann kommen die Mitarbeitergelder wieder runter und dann. Hey, can you help me? Auf die 5000 kommen, können wir froh sein heute. Das tut immer weh zu sehen. Hey, got a second?
Thank you. Excuse me. Zu wenig. Hey. Hi. 13 seconds. Hey, can you help me? 2 Sekunden, als wenn man in 2 Sekunden was erklären könnte. Hallo, ist auch wieder da. Hey, got a second? Hey. Hey, got a second? Wir brauchen irgendwie noch Leute für den Sales, oder? Hey, got a second? So. Hey. Kriegen wir die 10.000 noch voll? Das wäre ja genial. Thanks. So nicht. 419, aber ich glaube nicht. Ist ein bisschen wenig. Der Laden ist ja gleich leer und wir haben ja nichts mehr. Hey, can you help me? Müssten Waren kaufen ohne Ende. Frage ist jetzt, womit verdient man mehr? Mit Schuhen oder mit Klamotten? Hey, can you help me? Thank you. Mal schön einkaufen. Lasst all euer Geld got hier. A second? Hey, got a second? Thank you. Spannende Geschichte. Hi. Spare 2 seconds. Total pleite, ey. Hey. Ja, also mehr Umsatz als erwartet tatsächlich. Ich bin erstaunt. Mit wie hat sie gekündigt oder was? Was wir noch restocken können, was wir noch haben an Sachen. Was raus ist aus dem Lager, ist raus. So, können wir Ware einkaufen? Wenn ja, was? Continue. So. Eben hier gucken. Irgendwelche Neuigkeiten. Keine E-Mails, okay. Order. Wir müssten eigentlich das da bestellen. 3.300, ich glaube, das kriegen wir hin. Und wir müssten das eventuell bestellen. Das kriegen wir auch hin. Kriegen wir die Schuhe noch dazu? Das kriegen wir nicht mehr hin. Die nehmen wir diesmal raus. Reicht das noch? Nee, reicht nicht mehr. Schade. Dann nehmen wir hier von jeder Sorte erstmal 5. Passt auch schon nicht mehr. Okay.
Lassen wir das mit den Schulen. Okay, wie sieht's bei der Bank aus? Was haben wir dann noch? 16, 18, 25.000. Okay. Maximal kriegen kann ich 30.000. Gut, das sind ja auf jeden Fall schon mal mehr hier. Kann ich noch 10.000 haben? Kriege ich aber nicht. Okay. Ein Mitarbeiter für Sales. Wir brauchen einen, der die Leute voll quatscht. So, wen haben wir denn hier? Zachary, du siehst aus, als wenn du was machen könntest. So, was kannst du denn? Sales. Marketing. Ja, dann, nee, das wird nicht. Nächsten. Dann gucken wir uns die Emily an. Die Emily sieht ja freundlich aus. Die hat es jetzt hier bestimmt voll drauf in Sachen Sales. Oh, scheiße. Nee. Das wird auch nicht. Next. Penny. Penny, was kannst du? Kannst du Sales? Kannst du nicht. Kannst du Marketing? Kannst du auch nicht. Wird das mit uns leider nichts. Aber du bist jetzt voll der Sales-Experte. Pass auf. Ja, das können wir doch schon mal. Kannst du denn ja, ist perfekt. So, was zahle ich dir denn? Ich zahle dir mal 91. Ja, perfekt. Ja, dann komm. Willkommen an Bord. Jetzt wird das morgen laufen. Wir werden verkaufen ohne Ende. Hier ist er noch gar nicht mit drin, oder? Ach so, nächste Seite. Du machst hier eine Pause. Du machst Sales, genau. So, ja, okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal, dass der heutige Tag besser läuft, dass wir so langsam hier mal wieder Kohle an den Start kriegen. Geht ja gar nicht mehr hier. Rein. Irgendwas, was wir noch restocken können. Hier Merch werden wir wieder reinkriegen. Da ist nichts da im Moment. Die sind eigentlich auch alle komplett leer, aber die verkaufen sich nicht so gut offensichtlich. Das ist scheiße, ist es. So, euch kriege ich heute auch nicht rein. Nichts mehr da. Wir haben wenig Geld, mach nicht noch irgendwas kaputt von der Ware, ja, okay? Sehr schön. Zwei Artikel kaputt. Ja, terrible, sorry. Lass doch deine Finger davon. Hier schon kein Geld. Thank you. So, jetzt aber hier aufrüsten.
Hey, a little. Hey, have a minute? Hi, spare 2 seconds? Hey, have a minute? Wenn es wieder voll machen, was willst denn du? Hey, got a second? Thank you. Aha. Thank you. So, gekauft. Hey, have a minute? Excuse me. Oh, geh mir aus dem Weg, Mann. Hey, a little help. Hi, spare 2 seconds. Hey, have a minute? Wir sind aktuell noch zu arg in den Miesen, das ist das Problem. Hey, can you help me? Thanks. Hey. Fehlt was? Mal voll machen. Oh. Excuse me. Hi. Hi. Spare 2 seconds. Hey, got a second? Mal zu deine Pfeiferei, ne? Ist eine Kasse offen. Stell dich da gefälligst hin, du Planschkuh. So dieses Hinterherpfeifen, das ist respektlos. Also solchen Leuten möchte ich am liebsten dann überhaupt nicht helfen. Ganz ehrlich. Sowas, das finde ich zum Kotzen, solche Leute. Oh, oh, Escher ist sauer. Warum? Got a second? Thank you. Hey, got a second? Oh, jetzt haben wir 3 Kassen besetzt. Perfekt. Thank you. Have a minute. Aber wir verdienen zu wenig. Ich fürchte, wir gehen pleite. Das wird so lange nicht mehr dauern. Hey, got a second? Er winkt und keiner hilft ihm. Hey, a little hey. Thanks. Hey, got a second? Thanks. Also irgendwie kauft heute keiner was. Hi, spare 2 seconds. Hey, a little help. Also auf 10.000 kommen wir heute nicht, also Schuhe kommen wir auch wieder nicht. Hi, spare 2 seconds. Oh. Ja, ja. Geht nur alle nach Hause. Thank you. Hey, hey, have... Excuse me. Ja, so einen Laden zu führen ist nicht einfach. Thanks. Wenn die dann noch Minus raus hat bei den paar Kröten, die wir hier verdienen. Excuse me. Hm.
Alter, das ist so mager heute. Hey, a little help. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Thanks, thanks. Gerade mal knapp 4000, alter Schwede. Ich glaube, wir haben zu viel Kredite. Ist aber auch alles weg, ne? Bräuchte eine Riesenladung Schuhe eigentlich, aber. Das wird nicht besser mit uns. Keine Schuhe ordern. 17.000 haben wir nicht. Die werden wir mal bestellen. Hier, das kriegen wir schon wieder nicht mehr, ne? Genau, richtig. So, wie sieht es bei der Bank aus? 15.000. Ja, es wird immer was für die Kredite abgezogen. Von daher, die werden dann natürlich auch weniger, Gott sei Dank. Und was ist denn mit denen hier? Können wir hiervon irgendwas Neues mal machen? Hier sieht diese neongrünen. Kriegen wir das noch? Ja. Dann verkaufen wir die mal neu. Nehmen wir mal neu rein. Wir müssen ja irgendwas machen. Das ist ja das Problem. Aber wir können ja nicht. Lass den Tag beginnen. Ich kann es nicht schlechter machen, als es sowieso schon ist. Ich habe echt Bauchschmerzen jetzt mittlerweile dabei. So. Aber wie der nächste Tag wird, das sehen wir dann morgen in der nächsten Folge. Bis dann erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut.